Einen schönen guten Abend, liebe Vesperfreunde. Heute mal etwas durch die Dunkelheit, sprich eine Nachtfahrt, naja, Abendstunden Richtung Frankfurt. Höchst geht es heute. Und das Ganze dient einer Probefahrt, um einfach mal zu sehen, ob auch alles wieder richtig funktioniert, was gemacht wurde und was alles gemacht wurde. Ja, darüber gibt es demnächst noch mal mehr. Und auf geht's. Ja, willkommen zum neuen Video. Mal schauen, was heute so kommt. Ja, wie sich das Ganze anlässt, insbesondere ob das Tonproblem nun endlich mal etwas besser gelöst ist. Ab in die Dunkelheit. Und wie man sieht, sieht man eigentlich recht gut. Das Licht könnte etwas geringer, sprich etwas tiefer eingestellt sein, zumindest hier im Stadtverkehr. Auf der Landstraße wird das eigentlich so gut sein. Wenn man jetzt auch noch das Fernlicht einschaltet, dann geht das gleich in die Berge da hoch. Ne? Gut. Rechts ab, alles paletti, passt. Ein bisschen langsam starten heute wieder. Der Motor ist noch nicht so richtig warm. Zumal wir auch hier nur, was haben wir im Moment? 8 Grad. 8 Grad, gut. Ja. Etwas eng das Ganze. Aber man weiß sich ja zu behelfen. Hier ist auch eine blöde Ecke, rechts vor links. Wenn da bisher noch nie etwas gekommen ist, aber wenn man sich da mal drauf verlässt, dass da auch jemand kommt, dann passiert's. Ja. Also mit dem Licht der GLDS bin ich sehr zufrieden. Es leuchtet alles aus, was man braucht. Auch wenn das jetzt im näheren Bereich im Moment nicht so hell erscheint, aber es reicht, um wichtige Dinge zu erkennen. Und der mittlere Bereich, also von 20 bis 60 Meter vor uns, ist gut ausgeleuchtet. Wieder etwas langsamer, hier nur 30, wir hoppeln hier so entlang. Also es hört sich jetzt nur so an, als müsste das Gerät am Berg sehr arbeiten. Aber ich habe kaum Gas gegeben. Das schafft sie schon, die gute Witzbe. Ja. Ja, das ist eigentlich hier so die Hausstrecke nach Höchst, um mal Besorgungen zu machen. Okay, ich jetzt heute Abend mich ins Auto setze. Ja, nein, mit der Vespa ist das doch eine schöne Sache. Es macht Spaß. Und die Temperatur ist akzeptabel. Es wäre jetzt nichts, mit dieser Temperatur um stundenlang über die Landstraße zu fahren. Aber hier in der Stadt. Gespannt, wie die Aufnahme wird, insbesondere so die LED-Lampen, die ja immer ein gewisses Flackern dann zeigen, denn ich habe diesmal nicht den absoluten Bildstabilisator eingeschaltet an der Kamera, da die nämlich mehr Beleuchtung braucht. Tagsüber taugt das, aber bei Dunkelheit kommt dann nicht mehr allzu viel raus.
hier mit 30 Bildern pro Sekunde. Mit 60 ist es dann etwas besser. Und dann noch mit dem Stabilisator, dann ist alles klar. Dann passiert da nichts mehr bei LED-Beleuchtung. Wir sind ja sparsam. Ne? Gucken wir, dass wir so zurechtkommen. Ach, das ist das Schöne an der GPS. Ein bisschen das Gas geben, merkt man, kommt was. Ja, natürlich, das ist jetzt nicht vergleichbar mit irgendwelchen Hayabusen oder sonstigen Geräten, die es da gibt am Markt. Aber das ist auch nicht bezwickt. Ich freue mich richtig auf die Saison. Bei schönem Wetter durch die Lande. Ja, ich habe ja mal Lust auf so eine größere Tour. Aber ob da die Zeit reicht. Oder meistens so, wenn die Zeit dann da ist, spielt das Wetter nicht mit. Oder man hat nicht so die richtige Lust. Und wenn die Lust da ist und das Wetter nicht spielt, dann fehlt die Zeit. Aber irgendwann wird es klappen. So, jetzt sind wir wieder mitten in Höchst. Hier am Kreisel der Königsteiner Straße. Ja, das ruhig nach vorne. Ist in Ordnung. Darf ich nicht zu dicht ran? Der hat mir ja schon eine Delle daneben. Da meinte ich mal was. So, viel weiter folgen wir dieser Straße nicht, sondern hier einmal links ab. Ach, mein Hals kratzt heute wieder. Irgendetwas fliegt. Haselnuss ist jetzt so ziemlich vorbei. Und jetzt nochmal links. Dann suche ich mir mal einen Parkplatz. Der sieht so gut aus. Das sieht doch gut aus hier. So, einmal absteigen. Da es hier etwas leicht nach unten geht, stelle ich sie jetzt mal auf den Hauptständer. Gut. Schlüssel ab. Da haben wir es doch, das gute Teil. Und wie sieht es von der Seite noch aus? Jawohl. Okay, jetzt will ich auch mal, eins probiere ich noch. Habe ich das dabei? Das Schloss. Ja, da ist es doch. Halt, die Handschuhe, die kann ich eigentlich hier drin lassen. So.
So, Felgenschloss. Nein, nicht Felgen, sondern Bremsscheiben. Das war nichts. Aber es ist neben dran gemacht. Na komm. Also das letzte Mal hat das noch gepasst. Bin ich jetzt so dappig geworden? Oder ist die Bremsscheibe so dick geworden? Das kann doch alles gar nicht sein. Wieder nix. So, abgeschlossen ist es schon mal. Jetzt probieren wir es noch mal. Sollte doch funktionieren. Ich finde das Loch nicht. Ich finde das Loch nicht. Jetzt. Er hat dreimal sich gemeldet. Okay. Jetzt ist er wieder ab. Das sollte es jetzt gewesen sein. Okay. Ja, dann für heute mal tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und vielleicht sieht man sich ja demnächst wieder. Würde mich freuen. Euer Vespa-Opa. Und immer gute Fahrt. Nicht vergessen.